Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Ja, beim letzten Mal haben wir die, ich weiß gar nicht, Dim Hollow Cavern erkundet und dabei haben wir eine Frau mit Elder Scroll gefunden. Serana heißt sie und ja, wir sollen Serana bitte nach Hause bringen und das machen wir natürlich. Toll. Ich habe die Ascherhaufen gesucht. So, dann gehen wir mal hier lang, ne? Komm her. Wieder keiner mit mir. Gut. Ich werde nicht scheitern. Ich habe Es wird euch eine Ehre sein. Irgendwie cool. Die Girls kämpfen für mich und ich guck nur zu. Apropos, Serana, pass auf. Du brauchst noch was ganz Wichtiges. Es ist nicht mehr sehr weit. Warum behaltet ihr nicht eure Sachen und ich behalte meine? Na gut. Sie ist also etwas zickig. Ja gut, wir haben uns aber gerade erst kennengelernt, ne? Das scheint der richtige Weg zu sein. Ich fing schon an, mir langsam Sorgen zu machen. Ach Quatsch. Da war nichts mehr, ne? Na gut. Nice Truhe. Totenbeschwörer Heilung. Eine ganze Reihe neue Zauber kriege ich hier. Schon der zweite, ne? Eine Dämmerwacht. Stecken sie hier einfach eine Truhe. Eine Urne auch. So, was kann der? Na komm! Keiner will sich mit mir prügeln. Ah!
Er möchte abhauen. Ich muss zwar nichts mehr schmieden, aber die Erdenerz-Dinger, die sind zu kostbar, um sie einfach liegen zu lassen. Bleibt wachsam. Ist da jemand? Oh, direkt weggeschossen, ja. Den auch. Hallo. Freya klaut mir wieder meinen. Das wird gut enden für euch. Das ist ja ein Drachenpriester. Wo ist er denn? Junge, komm her. Drachenpriester sind Chefs. Leider nix Maske. Barbecue. Ich sehe das schon kommen, das jetzt. Schwierig, die letzten paar Level blocken. Zauberbuch dabei gehabt, aber den kannten wir schon. Malachiterz. Ist umsonst, nehmen wir mit.
Gut, dann haben wir alles. Es ist so schön, wieder zu atmen. Selbst bei diesem Wetter ist es besser als die Höhle. Gut. Komm, Serana, wir gehen mal eben hier so ein... Offensichtlich. Ich werde Der hat einfach meinen... meinen Johnny gekillt. Was ein Sauwetter. Das gefällt mir, dass die jetzt One-Hit sind. So, Mädels, kommt. Wir müssen hier raus aus diesem Unwetter. Gut, dass wir da vorne unterkommen können. Was benötigt ihr, mein Freund? Ilia, gar nichts benötige ich. Alles gut. Jagdbogen. Ja? Ah.
meine Bibliothek. Komplett eingerichtet. Ja, und hier haben wir den Quatschraum von Gronkh. Lagerraum. Das ist das Erste, was er baut. Ein Lagerraum. Ich habe gedacht, mich kriegen sie. Ja, und hier haben wir mein Schlafzimmer. Gucken, Keller auffällig. Guck mal, da ist Platz. Guck mal, da weckt mir das. Das ist mal so Millimeterarbeit. So, was haben wir denn da Schönes? Da. Passt schon. Gut. Fischtechnisch ist er auch ausgestattet hier. Da ein Vampirfisch. Aber auch hier funktionieren die Fischtafeln nicht. Ein Jammer. Hier haben sie noch funktioniert. Dann auf einmal leider nicht mehr. Was braucht ihr? Nix. So, und dann haben wir hier, ich habe erst gedacht, kriegst du nie voll. Wir haben es voll gekriegt. So, was haben wir für dich denn? Dongard Helm, Dongard Schild, Dämmerwacht. Leider keine Dämmerwachtrüstung. Ja, auch voll mit Büchern. Und hier hängt... Was hängt hier? Klinge von Pale. Ihr braucht etwas? Nö. Gregor. Jut. So, dann lasst uns mal knacken.
So, mal hoffen, dass das... Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Herr. Ja, ja. Gut ist. Ach, Wetter gleich viel besser. Und wir haben den Zwerg da oben weggehauen. Wohin soll's gehen? Weiß ich selber nicht. Warte, mal gucken. Wohin soll's gehen? Bringe Serana nach Hause. Ist in der Nähe von Drachenbrücke, ne? Also gut. Dann bring mich mal nach Drachenbrücke. Hinein. Dann sind wir weg. Ihr solltet euch lieber beeilen. So, und den Drachenbrügger, da hatten wir doch noch was. Zehn Uhr morgens. Da kann man mal. Mir fällt gerade ein, ich habe immer noch den Ring von Kynaret drauf. Weshalb es wahrscheinlich jetzt auch anfängt zu regnen. Lasst uns nach drin gehen oder in eine Höhle, nur weg von hier. In eine Höhle können wir gehen. Prachtkäfchen. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Gibt aber hier ein buntes Allerlei. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Findest du dich schön, Serana? Ich glaube, es alle, ne? Nee.
jetzt ist alle. Gut. Wer ist da? Wo verschwinden? Wo ist denn schon wieder Freya? So, da haben wir das Versteck mal leer gemacht. Da bist du, Freya. Na. Ich glaube, da komme ich aber nicht oben hin, ne? Ne, keine Chance.
fragt mich nicht, warum ich das mache. Zum einen, weil ich eine Quest habe, zum anderen, weil ich da jetzt einfach Bock drauf habe. Ich will die Abgeschworenen da oben wegholen. Mann. Echt nicht so leicht, an die ranzukommen. Hallo? Ja, komm, zwei Level noch. Ihr habt schon verloren. Die Mädels sind da. Ich werde nicht scheitern. Sie springt einfach an mir vorbei und killt den. Ach, Freya. Dieser Ort strahlt eine verdorbene Atmosphäre aus. Ich wundere mich, dass mein Vater nicht hier draußen wohnen wollte. Verdorbene Atmosphäre? Ganz ehrlich, Freya? Das ist doch nicht verdorben hier. Freya, sag ich schon. Serana. Wunderschön ist das. So, wo müssen wir? Da müssen wir. An der Burg mal vorbeischleichen.
Nicht die Elfen aufschrecken, ne? So, Freya. Wohin reisen wir als nächstes? Ich weiß nicht, wohin du reist, aber... Nun denn. Das darfst du alles behalten. Die Stäbe, die brauchst du ja nicht, ne? Kann ich vertickern. Das möchte ich als Andenken an dich behalten. Und die Stahlrimmenarmbrust, die kannst du behalten. Oder? Komm, behalten wir auch als Andenken an dich. So, Freya. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht, dich als Begleiterin dabei zu haben. Du bist ein super Begleiter. Aber wenn du dir die Burg da anguckst, ich denke, die ist voll von Vampiren. Und wenn die dich sehen, dann knabbern die dich mit Sicherheit an. Von daher, hier trennen sich unsere Wege. Hab Dank für deine Hilfe. Und wenn ich mal nach Solstheim komme, dann besuche ich dich. Es war mir eine Ehre. Mir auch. So. Was haben wir hier? Gar nichts haben wir hier. So, und an dieser Stelle gibt es natürlich einen Cliffhanger. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, beim nächsten Mal gucken wir uns dann an, was uns hier in dieser Burg erwartet. Ich nehme an, jede Menge Vampire. Ich wünsche euch was.